Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Visions of Mana. Jo, wir haben ja in der letzten Folge die Lichtreliquie bekommen. Die müssen wir uns natürlich jetzt mal anschauen, ein paar Klassen freischalten, ein bisschen Kleinkram hier einsammeln, der irgendwie noch hier rumliegt. Das machen wir gerade mal. Ja, klar, wir müssen noch zu dem Direktor da, wie auch immer. Hier Erfahrungsbonus, traumhaft, und holen uns hier ein bisschen Element mit. Und die Gegner da vorne hauen wir einfach mal so weg, warum auch immer, weil ich gerade Bock drauf habe. So, die Triza, da müssen wir ja auch eine gewisse Anzahl da umbollern, um noch gewisse Nebenquests und so abzuschließen, eventuell, oder vielleicht ist das auch schon passiert und ich müsste nur abgeben und so. So, erfahrungstechnisch sieht das auch gut aus. Klar, wir haben jetzt noch den Bonus da drin. Ah, hier haben wir ja den Bericht. Bla. Jo, müssen wir vorbei. Kein Problem, aber zuerst machen wir Folgendes. Jetzt muss ich mir natürlich merken, was ich da bei wem ausgewählt habe. Feuer, Mond, Wasser, ne? Gut, alles klar. Und dann gehen wir mal die Charaktere durch. Und zwar bei Vale, Reliquie tauschen, zu Licht, alles klar. Das Licht erstrahlt in dir, yay. Okay, da ist er auch noch Motenki unterwegs und hat einen relativ beschissenen Helm an. Ah, Paladin, okay, vielleicht, wer weiß. Einhornsplitterer, Mithrillanze, bla bla. Ja, das könnte vielleicht was für uns sein. Schauen wir doch einfach mal ganz kurz aufs Elementarbrett, wie es da aussieht. Der Skill hier, habe ich mir noch überlegt, hier mit dem Licht, die Gegner werden miteinander verbunden, alle erhalten gleich viel Schaden und so ein Kram. Das kann eventuell gar nicht mal so schlecht sein, gerade in diesen Geisterweilern oder so, ne? Eine würdevolle Klasse, die gerne im Rampenlicht steht, bühnentaugliche Angriffe, bla, Fürsten, bla, den erlittenen physischen Schaden der Gruppe zu reduzieren, jo. Jo, und ich bin auf der falschen Klasse, traumhaft. Wie sieht's hier aus? Scheiße. Die blitzschnelle Lichtlanzenangriffe ausführen kann. Außerdem können Paladine Heiltechniken erlernen, um ihre Verbündete im Kampf zu unterstützen. Wer weiß? Also hier kann er auch seinen Ansturm da machen. Mit der Lanze erbittet die Kraft der Lichtgeister, um einen Verbündeten mit Licht zu füllen, mit Wind zu füllen. Gewährt allen Gruppenmitgliedern eine 30% Chance, 40% des von Vale erlittenen Schadens als TP zu absorbieren, solange Vales Schild gestärkt ist. Gewährt allen Gruppenmitgliedern eine 30% Chance, 40% des von Vale erlittenen Schadens. Ach so, wenn Vale Schaden bekommt, werden die anderen teilweise geheilt. Okay, warum nicht, oder? Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man noch eine andere passive Heilung vielleicht noch drin hat im Bild, ist das gar nicht mal so verkehrt. Erzeugt Lichtstrahlen, die allen Gegnern im Kampfgebiet miteinander verbinden, wodurch sie... Ja, das ist ja klar, das kennen wir ja. Naja, und wie ist dann das Normale? Ist das einfach nur jetzt weiter, oder wie? Weiter gefasst. Kann sein. Dass alle Gegner miteinander jetzt verbunden sind. Ja, gut, okay. Ist aber halt auch nicht schlecht, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Also teilweise nicht schlecht. Bei Bossen kann es natürlich nervig sein. Außer da werden alle Schwachpunkte miteinander verbunden. Da wäre es halt nochmal Amok. Hier Holzresistenz. Also bis jetzt die Skills da drin sind echt nicht gut, die Zauber. Nach Einsatz eines Klassenangriffs werden bis zu 10% der TP aller Gruppenmitglieder, denen weniger als 10% verbleiben, wiederhergestellt. Himmelswelle. Alle Statuseffekte und Wertesenken werden aufgehoben. Nach Einsatz eines Klassenangriffs, also KA-Angriff, werden bis zu 10% der TP aller Gruppenmitglieder, denen weniger als 10% TP verbleiben, wiederhergestellt. Was ist das denn? Die müssen ja alle super down sein, dass das da irgendwie Sinn ergibt. Gut, außer das letzte, alle Statuseffekte und Wertesenkungen werden aufgehoben. Ja, so als Schutzzauber kann man es mal rausdonnern. Aber dafür mache ich ja keinen KA-Angriff, ne? Muss man halt auch sagen. Naja, egal.
Dann hier ein Skill. Erbittet die Kraft der Lichtgeister, um den Anwender oder einen Verbündeten vorübergehend vor physischem Schaden zu schützen. Okay, vorübergehend. Barriere der Reinheit. Hatten wir nicht auch schon sowas mal Barriere des Waldes oder sowas? Hatten wir doch zuletzt auch irgendwo mal bekommen. Weiß ich nicht mehr genau, aber das kann ich mich erinnern. Weiß ich nicht mehr, muss ich gucken. Gewährt allen Gruppenmitgliedern eine 30% Chance, 60% des Schadens als TP zu bekommen. Ja, schillernder Schild plus, das ist schon nicht schlecht. Stelle 20% TP wieder her, wenn der durch... Was? Stellt 20%... Licht der Hoffnung. Stellt 20% TP wieder her, wenn der durch eine gegnerische Attacke erlittene Schaden 20% der maximalen TP übersteigt. Das ist auch nicht schlecht. Kannst ja schon so ein Bild bauen. Also je nachdem, wie man es halt sieht. Wenn der mich mit 50% TP hittet, kriege ich halt nur 30% abgezogen. Und egal, in welche Richtung ich da argumentiere, dass ich mich versuche, bei jedem Hit sozusagen an den 20% zu orientieren, ja, da werde ich halt immer direkt wieder voll geheilt. Also, jo, entweder kriege ich ein bisschen was unter 20% abgezogen oder es geht über die 20% hinaus und durch irgendwelche finalen Attacken oder sowas und dann kriege ich halt die 20% noch gesaved sozusagen. Plus natürlich noch andere Buffs und so weiter, ja. Ist eventuell nicht schlecht. Man pendelt halt mit dem Schaden sich irgendwo so ein, sage ich mal. Das ist schon nicht schlecht. Alle Gruppenmitglieder mit 20% TP oder weniger erleiden 70% weniger Schaden, solange das Schild aktiviert ist. Jo, also ich denke, da brauche ich jetzt nicht mit dem das zu testen und mit dem da als Schildmann da rumzulaufen. Ich denke, das haben wir ja alles schon im Laufe des Let's Plays gesehen. Ich werde jetzt die Reliquie jetzt wieder wechseln, dass ich da nicht durcheinander komme. Wir werden gleich uns das schon mal anschauen, aber haut mich jetzt nicht um. Also er geht wieder zu Feuer zurück. Alles klar, als Lehnsherr läuft er nochmal da rum. Dann gehen wir als nächstes zu hier Carina. Die ist ja gerade eh out of order und die kann dann mal hier zu Licht wechseln. Sie wird dann zum, keine Ahnung, was? Heiliges Tierwesen, bla, irgendwas. Nützliche Fähigkeiten, ja, ein Supporter, wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Der noch irgendwie Ramco bufft, wenn ich das richtig gesehen habe. Wäre gar nicht so schlecht, Licht auf Bank zu halten. Also jetzt zum Beispiel Carina Licht auf Bank zu halten und wenn ich sie dann mal brauche, ins Team reinzuholen, zum Beispiel, um dann in den Geisterweilern zu agieren, dass ich nicht umskillen muss oder so irgendwas. Oder irgendeine Klasse komplett immer switchen muss und so. Kann ich die auch darauf auslegen, dass sie mir nur in den Geisterweilern halt krass mithilft. Das wäre eventuell sinnvoll. Keine Ahnung, ist jetzt nur mal so eine Theorie. So, schauen wir mal. Was ist das jetzt? Angreifer Speerstern. Y gedrückt, um mit der Lanze anzugreifen und Ramco haut dann auch noch mit rein. So, dann hier TP Wiederherstellung, heilendes Licht, kennen wir ja schon. Schweifstern erhöht Carinas Angriff und Magieangriff um 10%, solange ein beliebiges Gruppenmitglied mit einer Werteerhöhung belegt ist. Ja, muss man halt ein bisschen drauf spielen dann. Erbittet die Kraft der Lichtgeister, um Magieangriff und Magieabwehr des Anwenders oder eines Verbündeten zu erhöhen. Mentale Stütze plus, das wäre geil. Ich glaube, der Skill kommt da hinten, oder? Jo. Das ist schon super. Um Magieangriff und Magieabwehr aller Gruppenmitglieder zu erhöhen, das muss sie skillen. Da müssen wir halt wirklich mal gucken, wer kommt zu welchen Skills. Auch hier noch die Verteidigung der Gruppenmitglieder zu erhöhen und so. Um den Angriff aller Gruppenmitglieder zu erhöhen. Also sie muss schon hier die Kraft der Wassergeister, um Angriff aller Gegner zu senken. Und dann gibt es ja auch noch gewisse Skills, dass sie dann dich wiederum nochmal stärkt und so. Also bei ihr muss man schon die Skills hier hinten mitnehmen. Angriff zu senken, Verteidigung senken. Also sie muss hier viele Skills mitnehmen, ne? Carina, würde ich mal behaupten. So gut, egal. Da waren wir. Dann hier halt die Verbindung. Wenn Verbündete mit speziellen Effekten belegt werden, wird der Träger dieser Fähigkeit automatisch mit dem gleichen Effekt belegt.
Zwillingsstern. Wenn Verbündete mit speziellen Effekten belegt wurden, wird der Träger dieser Fähigkeit automatisch mit dem gleichen Effekt belegt. Ist schon klar. Gilt nicht für Effekte, die Waffen mit Elementen belegen. Was denn sonst? Mit Crit und so ein Kram oder was? Ja gut, okay. Aber da will ich eh immer die ganze Gruppe drin haben als Skill. Ja, manchmal habe ich das vielleicht nicht, okay. Nach Einsatz eines Klassenangriffs erhöht sich der Angriff aller Gruppenmitglieder. Jo, nice. Muss mal halt gucken, wenn die passiv hier ist. Also zum Beispiel, sie ist bei mir im Team. Ich mache einen Klassenangriff mit Vale, ob dann das trotzdem ausgelöst wird. Oder ob sie das ausführen muss. Hier, das haben wir besprochen, mega stark. Sternschweif Plus haben wir ja, glaube ich, auch besprochen. Nee, haben wir nicht besprochen. Erhöht Angriff und Magieangriff der gesamten Gruppe um 10%, solange ein beliebiges Gruppenmitglied mit einer Werterhöhung belegt ist. Auch nicht schlecht. Oh, MP-Wiederherstellung und zwar heftig. Auch nicht schlecht. Erhöht Karinas Angriff um 25%, solange ein beliebiges Gruppenmitglied mit einer Werterhöhung belegt ist. Nicht schlecht, oder? Würde ich sagen, ist nicht schlecht. So, dann gehen wir auf unseren Monddude. Monddude wird zu Lichtdude. Morley. Ja, ich muss bei Karina dringend diese geilen Skills freischalten und dann muss die Skills rausknallen ohne Ende. Wertesenkungen, Angriffs, Buffs, Defense Buffs und was weiß ich nicht alles. Gut, Morley, so läufst du bei mir definitiv nicht rum. Egal. Ah, Flötenspieler. Ja gut, wer weiß. Vielleicht kommt jetzt das ultimativ super krasse. Ich glaub's ja nicht. Zu Fürst. Er ist jetzt ein Fürst. Oh Gott, Leute. So, gucken wir mal, was da abgeht. Klar, ich könnte das auch gucken, ohne dass ich's freischalte. Aber ihr wisst ja, ich will die Animation und alles freischalten. Hier kann er dann Bestäubungsschaden machen mit seinem beschissenen Stab. Dann hier Wurfgeschosse, Silbergeschosse oder Silberpfeile. Verringert den erlittenen physischen Schaden aller Gruppenmitglieder um 10%. Nicht schlecht. Kann man schon machen. Leider Gottes. Kritische Treffer senken den Angriff des getroffenen Gegners. Oh, Leute, da ist der ja voll auf Debuff unterwegs. Nice. Dann hier halt die Verbindung. Dann halt nochmal ein bekloppter Skill. Normale Angriffe und Spezialangriffe ignorieren alle Resistenzen des Gegners. Auch nicht schlecht. Holla die Waldfee. Erhöht die Chance des Anwenders, um Gegner zu betäuben. So ein Zauber. Okay. Verringert den erlittenen physischen Schaden aller Gruppenmitglieder um 15%. Auch nicht schlecht. Rückstoßchance. Gewährt eine 40% Chance, 60% weniger physischen Schaden zu erleiden. Ja, da ist er Adel verpflichtet. Da ist er komplett auf Defense unterwegs, ne? Jo, oder auf Debuff. Ja, weiß ich nicht. Hat mir das von Karina gefühlt. Also, es war schon super stark jetzt, aber wir können auf die Schattenklinge fast nicht verzichten. Man könnte ihn so umskillen. Und ich glaube, Vale oder Karina war es. Die sind dann auf ihrem Schatten, also auf ihrem Mondskill, haben die dann auch wieder Defense-Sachen. Und so kannst du halt ein Defense-Bild aufbauen, dass er auf Fürst rumrennt, Vale auf Mond oder Karina auf Mond rumrennt und dann einer noch auf Wind, glaube ich. So irgendwie war das. Und da könnte man dann sich so ein Defensiv-Bild aufbauen, je nachdem. Wo halt hier Verteidigung... Ach so, stimmt, das war ja auch noch bei zum Beispiel hier bei dem Typ da, Yulai, der konnte das ja auch noch. Da irgendwelche Defense-Verbesserungen im Magiebereich und so. Jo, wissen wir Bescheid? So, dann haben wir sie hier. Die Wasserhexe wird zu einer Laterne. Reicht das für einen Kaffee? Gut, sie war ja hier die krasse Zauberin. Erzmagierin. Klingt auf jeden Fall mal heftig. Schauen wir doch mal. So, da kann sie auf jeden Fall mit dem... Nee, kann sie nicht. Mit der Sense rumballern. Rotierende Sense.
Ja, ist sicherlich kein schlechter Skill. Ist das Fernangriff? Was macht sie da? Ne, Angreifer steht da. Gut, egal. Ja, hier Lichtschaden, irgendein Skill halt. Erhöht den Schaden gegen Bosse um 20%. Jo, nice. Lichtschaden, halt der Skill, ist auch klar. Mächtige Lichtsäule und macht Damage, kann ich aber auch so skillen. Gewährt im Kampf eine 10% Chance, dass Angriffsmagie 0 MP verbrauchen. Ist zu schlecht, oder? 10% ist zu schlecht. Löst eine knallbunte Explosion aus und verursacht Schaden, kann ich auch so freischalten. Erhöht den Schaden von Angriffsmagie um 35%, wenn Zauber in schneller Folge ausgeführt werden. Ist schlecht, weil oben gibt es das in besser bei Wasser, ne? War doch hier. Hier. Erhöht den Schaden von Magie um 50% und Beschwörungsmagie sogar um 100%. Da muss ich gar nichts schnell machen oder sowas. Und hier muss ich ja schnell machen. Gut, es könnte natürlich jetzt noch besser werden, müssen wir gucken. Während Entfesselungen verursachen alle magischen Angriffe, die dem Element des der entfesselten Reliquie entsprechen, 80% mehr Schaden. Süß. Gewährt eine 40% Chance, einen magischen Angriff des Gegners unbeschadet zu überstehen. Also da bin ich schnell fertig mit... Also hier sind wenig Passivs drin gefühlt, stimmt das? Jo, mindestens mal einen weniger. Müssen wir immer gucken. Hier sind ja 2, 3, 4, 5 und hier sind nur 1, 2, 3, doch 4, 5. Immer. Es sind immer 5 Passivs, oder was? Ja, muss mal gucken, wie geil sind die Passivs. Gut, hier Bosse gegen Schaden gegen Bosse ist okay. Das hier geht so. Das hier ist auch okay, jo. Ja, das sind alles so nette Sachen, aber kann man kein Bild drauf aufbauen, finde ich. Also da gibt es das da oben einfach schon in besser. Schneller Zauber wirken ist ja besser, als wenn ich gezwungen bin, schnell zu zaubern, dann wird's besser. Sondern hier zauber ich einfach schneller. So, schneller mit mehr Damage und so weiter. Also ist doch viel geiler, oder? Würde ich mal sagen. Plus der Passiv-Skill ist in dem Sinne, macht mehr Damage. Hier Reliquie und so, ne, wenn sie da rumballert. Als jetzt Lichtverbindung. Das können wir dann eher auf Karina oder Yulei oder so legen, ne? Da bin ich mir schon relativ sicher vom Urteil. So, legen wir das auch wieder um. Leute, ihr habt es bald geschafft. Bald wird das so schnell nicht mehr kommen. Krass, oder? Noch einmal Dunkelheit. Schauen wir uns noch eine Folge Dunkelheit irgendwann an und dann hat sich's. So, er kann dann gerade auf Licht bleiben. Yulei im Lichtgewand. Könnte bei ihm passen, ne? So als super krasser Mega-Heiler oder so. Und mit dem Hammer, das gefällt mir. Der Lichtpaladin, Hammerkrieger, Dingens. Das Lichthütchen. Oberkleriker. Jo, passt doch. So von der Idee her. So, schauen wir mal rein. Der Oberkleriker, wie sieht's denn aus? Bla. Oh, Moment. Oh, da stehen schon schöne Sachen. Moment, nee, ich will mich selbst hypen. Was geht denn ab? Hier. Macht des Lichts, Oberkleriker, Lebenskraft von Verbündeten wiederherstellen oder die Heilkräfte der ganzen Gruppe stärken. Ach so. Heilkräfte. Naja, egal. Machen wir mal weiter. Heilige Kugel, Lichtstrahlen, Damage. Heilendes Licht ist Heilung. Verstärkt die TP-Wirkung. Oder Heilwirkung eigener Heilmagie-Techniken um 100%. Jo, nice. Wenn der Träger TP mit Heilmagie heilt, wird er von allen aktiven Statuseffekten befreit. Auch nicht schlecht. Kann man immer eine Heilung durchbringen, auch wenn man mit Status belegt wird. Dann halt, wie gesagt, die Verbindung. Funkel, Regen. Okay, da kann man... den Verbündeten von Statuseffekten befreien. Untote bannen. Verursacht Lichtschaden und gewährt eine Chance, untote Gegner mit einer niedrigen Stufe als der eigenen sofort zu eliminieren. Heilendes Licht Plus. Erbittet die Kraft der Lichtgeister, um die TP aller Mitglieder wiederherzustellen. Nice. Muss man auch mal gucken, was der alles für Skills da hat, ne? Ich muss mal alle Endskills hier durchgehen, dass man da auch mal so ein gewisses Gefühl dafür hat. Dann hier, dass er wieder aufsteht, halt und dann weiter heilen kann und so. Er ist also voll drauf ausgelegt, nicht umzukippen. Reduziert im Kampf den MP-Verbrauch für Heilmagie um 80%. Er ist der absolute Oberheiler.
Nach Einsatz eines Klassenangriffs werden alle bewusstlosen Verbündeten mit 40% ihrer TP wiederbelebt. Jo, also der Oberheiler ist er hier, ne? Kann man machen, muss man nicht, ne? Ich hole mal ganz kurz in die Gruppe mit rein, was soll's, Palmin, nee, hier, Vale geht raus, tschüss, mach's gut. So, da ist er doch. Gut, ich habe jetzt gar nichts geskillt, ne? Und jetzt wäre er hier halt das super krasse aktive Heiler, ne? Könnte mal... Gut, der Hammerschlag ist schon geil. Machen wir noch hier die KA-Angriffsgeschichte. Ein Blitzbombardement. Rums. Oh, nochmal Rums. Oh, nice. Ist schon witzig. Ja, da muss man sich wirklich die Endskills mal ansehen, ne? Klar, wir hängen da immer eine Folge da in den komischen Skills da drin rum. Ich weiß schon, das ist vielleicht für den einen oder anderen lame. Aber ich würde es einmal so durchgehen. Ihr könnt ja auch mal immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ich manches falsch sehe. Ob ihr vielleicht ganz anders gebildet habt und so ein Kram, ne? Jetzt hat man auch schön gesehen, wenn Morley da einmal zuschlägt, ne? Wie schnell das dann geht. Jo, ich weiß, wir sind vergiftet und so, ne? So, wir müssen ja noch Nebenquests abgeben. Das geht sogar da unten, das machen wir noch gerade. Komm, da geben wir die Nebenquests ab, da sind schon mal ein paar weg. Das könnte ja Folgequests auslösen, wer weiß. Also weg damit. Jo, ihr habt sie besiegt, wunderbar, tschüssi. Alles klärchen, die sind weg. Hab ich doch easy peasy locker gemacht. Stufe 34 sind wir mittlerweile, auch nice. Wie gesagt, da oben laufen noch Level 50 Gegner rum. Bringt das jetzt was, hier irgendwas mal zu skillen bei Juli hier? Irgendwas, was man dann spürt? Nee, ne? Also ich könnte so weit skillen, da irgendwelche Magie-Untote bannen. Ach ja, bei ihm kommen die Passiven hier ziemlich früh. Also er ist sehr früh ein relativ sinnvoller Heiler. Ja, muss man sich dann wirklich mal angucken, ne? Komm, ist egal. Nee, brauche ich jetzt nicht rein zu skillen. Also wie gesagt, hier ist er im Heilerbaum. Ich finde es jetzt gar nicht mal schlecht, aber ja, jetzt nichts, was ich groß zeigen könnte. Außer ein paar blöde Zauber, die mich jetzt nicht interessieren. Also das geht jetzt auch nicht. So, werden jetzt Gegner hier verbunden? Konnte ich jetzt gar nicht feststellen. Sind die jetzt irgendwie verbunden? Nee, ne? Ah doch, hier sieht man das. Ja, da fallen die alle um. Das ist halt schon krass. Da machst du halt schon massiven Damage, ne? Zum Beispiel, ich verbinde einen mit so einem Licht-Reliquier-Ding. Auch zum Beispiel hier bei diesen Level 50 Gegnern. Und dann rotze ich da in alle rein, ne? Mit Morley oder sowas. Das ist schon nicht schlecht. Da hauen wir schon böse zu. Darf man nicht unterschätzen. Ja, vielleicht... Ja, ich muss natürlich auch ein bisschen auf die Reliquie achten. Dafür wird sie doch schon relativ häufig eingesetzt. Hier wäre sie jetzt wieder am Start. Das ist schon ein Damage-Boost hoch... also wirklich ein krasser Damage-Boost eventuell. Außer es kommen Gegner irgendwie allein oder sowas. Ah, hier müssen wir noch irgendwie hin. Dann machen wir das doch. Jetzt hier können wir es ja vielleicht mal sehen. Wenn ich das, die Reliquie direkt hier in die Reihen donnere. So, und dann auf einen drauf brettere. Ja, da fallen die alle um, ne? Das ist halt schon krass. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich die Reliquie war, aber man kann es vermuten, ne? Oh, is that all? So, jetzt können wir da noch irgendwelche Quests abgeben. Das machen wir natürlich. Warst du hier die Kürbistante? Wasserader, bla, jo, nee, hast du super gemacht, alles klar. Hilfsbereitschaft, super geil. Feuersegen, was waren das nochmal? War das Feuerdamage-Erhöhung oder sowas? Nee. Wo war denn der Kram? Bei Gegenstände, ne? Und dann kann man das gucken hier. Hatte ich irgendwann ganz früh mal bekommen, glaube ich. Feuersegen. Oder war das Damage generell erhöhen? Nee, ne? Habe ich das so früh bekommen? Feuersegen? Ah, ne, doch nicht. Verringert durch gegnerische Attacken erlittenen Feuerschaden um 10%. Ah, das war das. Ja, gut, nice. Ja, macht halt schon Bock, ne?
Ich bin da echt mal gespannt im absoluten Endgame, im Elite-Modus oder wie es heißt, Experten-Modus, wenn wir damals zocken, wie das dann aussieht, ne? Ja, wenn in einem Gebiet alle Gegner miteinander verbunden sind, hier, wenn man die Lichtreliquie da voll durchzieht und rausdonnert, dann wird es, glaube ich, auch richtig amok, ne? Dann knallt das auch richtig rein. Was mache ich da? Ja, der haut schon auch gut zu. Ja, und hier so als Heiler, wenn er sich dann mal zurückzieht und dann krass heilt und irgendwie mein Damage reduziert wird oder wir sogar ein extra Leben haben, das ist schon alles nicht verkehrt, ne? Das kann man schon alles machen. Ich weiß nicht, ob ich da zu offensiv denke manchmal und einfach da alle voll auf Offensive setzen will. Das kann natürlich auch ein Fehler sein. Auf jeden Fall geht's farmen relativ schnell von der Hand, ne? Was mache ich da eigentlich? Quatsch, ne? Wir wollten noch eine Nebenquest abgeben. Das machen wir zum Schluss dieser Folge. So, das war da unten auch wieder. Da muss ich einen anderen Weg gehen, direkt vom Mana, von der Mana-Ader ausgehend. Ja, dass das einfach schon mal erledigt ist. So, dann gehen wir den Südwest, den Weg hier hoch, oder? Das sollte der Weg sein, der hinten zur Quest führt, glaube ich. Da sind wir direkt schon ein bisschen höher und ich muss mich nicht wieder hochklitschen. Das hatten wir ja alles schon mal gesehen. Ah, da hinten muss ich sogar hin. Sehr schön. Ja, hier sieht man es jetzt auch schön, die Verbindung. Es ist schon krass, ne? Ich finde es nicht schlecht, vor allem wenn das richtig lang anhält. Gut, es wird nie lang anhalten, weil ich andere Zauber eher benutze. Aber ich muss doch wieder hochglitschen, traumhaft. Weil ich zu blöd bin, den Berg links hochzulaufen, ne? Wäre viel zu einfach. Ja, ich weiß, ich kann den Berg links hochlaufen, aber kann man da... Okay, ich laufe ihn ja schon hoch, ist in Ordnung. So. Dann geben wir auch diese Quest ab. Seht ihr, den Goldkreuzklee hätte ich nie bekommen. So, die Todesskorpione. Jo, und nochmal ein bisschen Lucre. Ich bin hellauf begeistert. Wahnsinn, wie wir abgehen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Absolut genial. Jo, ne, und da würde ich sagen, in der nächsten Folge steuern wir die neue Insel an. Jetzt hier Lichtreliquie. Ich würde sie mal hinten anstellen, weil ich jetzt, wie gesagt, nicht komplett gebildet bin. Im Sinne von doof. Ja, ich halt nicht genau weiß, wie ich es jetzt skillen würde. Oder jetzt mit reinnehmen würde. Aber ich würde es, glaube ich, auf Karina mal lassen. Karina, jo, oder ihn hier, je nachdem. Aber lieber Karina, die dort drauf stehen lassen. Und dann bilden wir bald richtig aus. Also richtige Builds, wo wir dann basteln. Komm hier. Nee, ging noch nicht. Geht noch nicht. Moment, hier den da. So, und jetzt, wenn ich jetzt da treffe, oder was? Ah, da müssen mehrere Gegner da reinlaufen. Und dann kann ich bis zu drei Gegner da anscheinend miteinander verbinden. Oder halt die komplette Region, wenn ich dann halt das Entfesselung des Lichtes mache, ne? Mit voller Mana-Leiste und so ein Kram, ne? Wenn man es geskillt hat. Gut. Jo, das ganze Spiel kennen wir ja in dem Sinne schon, ne? Hier, mach was. Zu spät. Ah doch, jetzt ist wieder eine Verbindung da und die frecken da alle weg. Dann ist es schon geil mit Morley, wenn der dann reinbrettert, dann wird's schon amok, ne? Ja, ich würde jetzt Vale noch auf Feuer stehen lassen. Es ist jetzt alles noch egal. Wir können eh keine sinnvollen Builds bauen. So, machen wir's. Dann bedanke ich mich bei euch und würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinschalten und vielen Dank an den Supporters Club. Vielen Dank an Abos, Likes, Kommentierende und bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann, ciao.